Grauer Wallebart, blaue Uniform, strenger Blick. Gestatten Prinzregent Luitpold von Bayern, der das Königreich über 25 Jahre lang erfolgreich regierte. Eine elegante Verwandlung, die Markus Söder da zur Fastnacht in Franken aufs Parkett legt. Kurz zum Vergleich, so sieht der CSU-Politiker im wahren Leben aus. Aber wie viel Prinzregent steckt in Söder? Ich fand den Prinzregenten Luitpold immer toll. Zum einen ist so ein bisschen die gute alte Zeit in Bayern gewesen. In Franken geboren, in München regiert. Und er hat sich sehr um die Menschen gekümmert und keine außenpolitischen Abenteuer gemacht. Abenteuerlich waren aber immer Söders Kostüme. Bayerns Finanzminister ist nämlich quasi die Heidi Klum der Politik. Ein echter Verkleidungskünstler. So überraschte er 2017 ganz in Gelb als Homer Simpson. Seine Frau Karin, natürlich immer stilecht an seiner Seite. 2016 trat Markus Söder als Edmund Stoiber auf, weil der ehemalige Ministerpräsident sein großes Idol sei. 2015 als Mahatma Gandhi und 2014 als grüner Schreck mit Kullerbauch. Mit Prinz Luitpold schafft der 51-Jährige nun einen etwas weniger knalligen Übergang. Denn im kommenden Jahr wird Söder wohl als Bayerns Ministerpräsident auftreten, also der echte. Dann will er, wie es sich gehört, auf ein aufwendiges Kostüm verzichten. Schade eigentlich.